Bleib hier hinter mir. Ich brauche einen von den Gangsters mit meinen Hose. Wir wollten zu die anderen. Wir wollten zu die anderen. Ich wollte zu die Blaue gehen und wollte die Sachen aufklären. Haben Sie die Waffe nicht kurz vorher auf dem Boden gesehen, nur gefunden? Wollten Sie die der Polizei übergeben? Ja, genau. Verdammte Kacke, ich habe 500 Millionen bezahlt für den Dreck. Dick so sauber, aus Versehen gedrückt. Herr von Alge, wenn Sie nochmal Probleme haben, können Sie mich gerne anrufen. Du hörst mir jetzt zu, was ich dir sage. Ich soll die 500 Millionen klar machen. 400.000 kriege ich jetzt von dir, sind wir quitt. Was bieten Sie denn im Gegenzug? Was willst du, was brauchst du, Junge? Wenn Sie mir Fälle für meine Kanzlei verschaffen. Okay, heute noch eine. Dann kriegen Sie 200.000. 400, hörst du nicht richtig? 200 mal 2, Junge. 350, ja, 350, komm. 350, Junge. Jetzt komm. 350.000. Tü, Junge, was denkst du denn? Junge. Aber Herr von Alge, wenn Sie mir keinen Fall heute noch verschaffen, wie viel kriege ich dann von Ihnen zurück? Erstmal die Knete. Sind Sie ein Ehrenmann? Natürlich, guck in mein Gesicht, Junge. Ich bin loyal. Kollege, also, ich bin ein ganz harter Fall für dich, da bin ich mir ziemlich sicher, ne? Erzähl mal. Der Erste. Also, ich habe angeblich einen Raub begangen, ich habe angeblich einen Mord begangen, ich habe versucht einen Mord begangen, ich habe Widerstand gegen die Staatsgewalt, ich habe Körperverletzungen, ich habe, ja, also ich bin ein harter Fall scheinbar. Dann wird es auch Zeit, dass dir mal was Schlechtes passiert, oder nicht? Karma. Dass mir was Schlechtes passiert? Wird es auch mal Zeit, oder nicht? Das war mein Ding, ich war als Zivilist unterwegs, und nur weil ich eine blaue Hose anhatte, wurde ich direkt hops genommen, Alter. Scheiße, oh, verdammt. Ist kaputt. Ja, das, ich wollte nur gucken, vielleicht kann man das reparieren. Wir können gerne in meiner Kanzlei anfangen. Versuchen Sie jetzt den Fall mal zu übernehmen. Wie kriegen wir da was gemacht für den? Das ist ganz klar, Junge. Immer Gebot 17. Lass dich nicht erwischen. Okay. Das ist schon zu spät, Herr von Alge. Ich sehe schon, Alter. Blondie ist einer von der ganz schlauen Sorte hier. Der wird. Der ist auf gutem Weg. Okay. Hast du Geld bei? Für dich? Anwaltsberatungskosten, Junge. Wir haben dir gerade geholfen. Dass du dir mal ein paar Hosen anziehst, oder was? Gib mal meinem französischen Freund 50 Euro! Für die Nummer, das ist schon nett. Dann sind wir quitt. Ja, okay. Dir gebe ich 50 Euro, aber nicht, weil der Clown das da drüben sagt, ne? Also. Welche Clown denn? Wo? Ja, du, Alter, bist du eigentlich einer von der 18th Street, oder warum hast du eine blaue Hose an? So ist das nämlich. Du bist einer von der 18th Street? Der Patroni, die Große. Ey, Jungs, ich hab hier einen, der sagt, der Patron von unserer 18th Street. Van Alge, Herr van Alge. Ich glaube, wir fahren besser. Du hast nicht mal blaue Hose an, Junge. Du bist ausgemustert. Day 5. Du bist raus. Das heißt, wir sind auch quitt. Dein Fall hast du gehabt. Nein. Herr van Alge, Herr van Alge. Scheiße, wieder schauen. Ja, wie Drecksack. Ich werde sie jagen. Was für Drecksack? Ach, Herr van Alge. Was willst du haben? Ein Mörder? Ja, irgendwas, wo wir die Polizei verklagen können am besten. Wo die ein bisschen Scheiße gebaut haben und wir vor Gericht gehen können. Irgendwas Größeres brauche ich. Mord, Totschlag, Geiselnahmen, Banküberfälle, sowas. Dass die Polizei jemand abknallt oder was? Also, dass vielleicht jemand unschuldig im Gefängnis gesessen hat oder irgendwie die Polizei einen Fehler gemacht hat. Vielleicht auch, dass die Polizei jemand abknallt. Okay, Moment. Hallo? Theo, du Wichser, schön, dass du auch mal ans Telefon gehst. Ich dachte schon, du bist gestorben. Ich bin's, Locke, Mann. Flocki! Was machst du denn? Du musst dringend kommen. Oh nein, hör auf. Ey. Auf die Scheiße hab ich keinen Bock. Ganz dringend musst du kommen und jemand kennenlernen. Ich bin aber nicht wieder der Cowboy. Der Cowboy leider nicht heute. Heute lernst du den Franzosen kennen, Junge. Gérard Depardieu. Pass auf, wir werden das jetzt schön inszenieren für dich. Hä? Ich hab schon eine Idee. Das, was jetzt kommt, der soll jemand umbringen. Ich hab eine gute Idee. Okay. Ich weiß auch wem. Aber sie, also ich will aber von nichts wissen. Hast du Waffe dabei? Ich habe keine Waffe dabei. Damit das auch ein richtig schön teurer Fall wird. Weil bei dir wird nach Bemessungsgrundlage berechnet. Ja, ich kann Ihnen einen Golfschläger geben. Das ist gut. Der wird einfach jemand umbringen mit Golfschläger. Bitcoin. Ja. Bam. Ja. Herr van Alge, ich darf keine Straftat machen, sonst bin ich meinen Job los. Hast du noch nie geprügelt? Prügel schon, aber ich kann jetzt niemanden umbringen. Ich zeig dir das, wie das geht. Komm her, Junge. Komm. Ja. Bam. So. Oh, du kannst es doch. Ja, gib mir noch eine. Eine noch in die Fresse. Komm, Junge. Ins Maul, Junge. Boah. Super. Ja. Super. Oh, guck mal, wer da kommt. Der nicht spricht. Er steht wieder einfach da. Dieser Mann, der einfach da steht. Herr Friese, sagen Sie was. Ja, moin moin. Ja, das dauert aber. Man stellt sich doch nicht einfach dazu wie ein Schatten. Der hat da auch nicht alle beisammen, oder? Ist das dein Schüler?
Das ist auch ein Anwalt aus unserer Kanzlei. Genau. Hallo? Van Alge will mir einen Fall verschaffen. Ein Fall. Sekunde, Vodafone. Ein größter Fall, den Dortmund je gesehen hat. Ja, kennen Sie schon den Red XL? Da kriegen Sie einen roten Dödel dazu. Aufgeregt. Telefonscheiße, aber was? Was geht denn hier ab, Mann? Wer ist er denn? Ich bin Mahatma Baudi, mein Freund. Du fehlst mir gerade noch. Wunderbar. Ja, lecker Shambaudi, mein Freund, ja? Super. Okay, der ist da. Hallo. Flocky, das ist Gerard Depardieu, mein Anwalt. Ja, und Gerard, der Anwalt, oder was? Und der andere, der kommt immer, der läuft immer mit ihm mit. Sein Schatten. Hey, du. Der Blaue. Du im Blauen, komm mal mit. Ich bin Holger. Holger. Auf was bist du denn spezialisiert, Herr Anwalt? Herr Van... Ich geb dir jetzt was, Hauptrecht, Flocky. Strafrecht, Mietrecht. Also, wenn Sie irgendwie Probleme hier in Dortmund haben, können Sie mich anrufen. Hast du den Golfschläger gekriegt, Flocky? Jawohl, wunderbar. Du musst jemand umlegen damit. Wen denn? Bitcoin. Du, wen denn? Bin ich sofort dabei. Wunderbar. Hier, bam bam. Hast du Pistole? Ja, na klar. Oh nein, mir wird schwindelig. Oh nein. Herr Alge, bitte, einmal. Was wollen Sie mit Bitcoin machen? Ja, wir brauchen... Junge, Holger, bist du bescheuert, Junge? Das verstehe ich, dein Holger versteht gar nichts. Wir brauchen einen großen Fall. Einen großen, richtig großen Fall, Junge. Auch den größten Fall meiner Karriere. Wer kommt denn da an? Bist du Anwalt oder bist du am Arsch? Und du, wer bist du denn eigentlich? Und du? Der ist wieder da, Junge, bist du wieder da? Ich bin Hans Wurst. Ach so, andere Name. Was ist das denn, Locke der Boss, ey? Hey, Locken, was geht ab? Siehst aus wie Würmer auf deinem Kopf, ha? Egal, so, wer bist du eigentlich? Geh mal zum Friseur, mein Freund. Ich bin Theo von Alge, Junge, kennen wir uns gar nicht. Den Alge, kein Plan, wer du bist, mein Freund. Ich bin... Ich kenn dich doch. Oh, what the fuck, schon wieder? Ach so, Oh nein. Van Alge, Entschuldigung. Ist sicher, dass das die richtigen Leute sind? Natürlich, Profis. Wir brauchen einen Fall für den Anwalt, einen schönen, dicken Fall. Aber, Van Alge, wo ist der Plan? Der Plan ist, dass du dann Flocky aus die Scheiße holst. Easy. Okay. Hopp, hopp, hopp. Und hopp. Den Plan haben sie... Gut, der hat doch Bock, Junge. Der hat doch Bock. Einfach denken sind die besten Sachen. Große ich Fall. Ich brauche eigentlich nur einen großen Fall. Warum er Bitcoin umbringen will, weiß ich jetzt auch noch nicht. Nenn mir doch einen anderen dann. Ich hab dir den Golfschläger gegeben. Du machst das, Anwalt. Schleich dich schön an von hinten und dann batz einen. Ich mache ja gar nichts. Das ist ja Herr Van Alge. Aber Van Alge, ihre Kumpels kneifen. So, ja, dann machen wir das anders. Wo ist der Golfschläger? Dann knüppel ich den nieder, der jetzt da kommt und dann haben wir es. Komm, das fertig. Ist auch ein Anwalt. Hören Sie auf. Das ist ein Anwalt. Möchte gern Kitzbühle. Flocky, wir machen das einfach. Und dann bin ich meine Schulden los für den Anwalt, hä? Es gibt da so einen Polizist, der heißt Cliff Sentence. Kenn ich. Hat eine Störung, also eine ziemlich große. Ist, yeah? Hat Aggressionsprobleme. Ja? Yeah? Der muss einmal umgelegt. Okay. Scheppern war weg. Wo ist so, der? So, hab ich die Nummer von ihm, ich lock den. Wunderbar. Könntest du dich so auf deinen Blauen verlassen? Ich glaube nicht. Auf den Anuslecker. Nee, hallo Theo, du hast. Haben wir ein Problem mit einer? Du bleibst dabei, mein Freund. Ja, Flocky, natürlich. Nicht immer ich alleine. Hallo. Ich würde dich doch nie alleine lassen, Flocky. Du kommst mit. Ich komm mit dir mit. Aber wir brauchen ein Beweisfoto oder irgendwas an Beweis. Also nicht, dass sie nur anrufen und sagen, sie haben den Job gemacht. Also ein Beweis, vielleicht eine Haarlocke oder irgend sowas wäre ganz gut. Gut, dann machen wir den zu dritt kalt. Wie sieht die aus? Wenn ich bis morgen nichts höre, will ich mein Geld zurück. Was für morgen, Junge? Halbe Stunde. Okay. Hallo, perfekt. Moment mal, welches Geld? Was für ein Geld? Nein, der Van Alge hat eine Anzahlung. Ja, wer von wem? Zeig mal. Von wem? Von mir. Komm mal mit. Komm mal kurz mit, mein Freund. Du komm mal kurz mit, Mann. Oh ja, yeah, ich bin auch dabei. Okay, gib her, Mann. Sie, der Van Alge. Nur der Herr Van Alge. Ja, aber stopp doch nicht. Gib die Anzahlung, Mann. Der Van Alge. Gib ihm jetzt das Geld, Anwalt. Gib die Anzahlung, verdammter Scheiße, ich Mann. Ich keinen Cent mehr. 350 kriegen wir. Komm jetzt! Ich keinen Cent. Ich soll jemanden abstechen und ich krieg keinen Cent oder was? Pass auf, Flocky, reg dich ab! Das könnt ihr untereinander ausmachen. Ich hab 350.000 Euro bezahlt plus. Wir machen das ganz einfach, Anwalt. Wir knallen den jetzt ab. Wir schlitzen den auf wie ein Weihnachtsgans. Ja. Und dann wollen wir 700. Bis später, komm. Richtig. Nicht mehr diskutieren. Diskutier doch nicht mit dem Affen. Wir gehen! Ist das schon geflossen? Ah, was? Das andere geht an mich, okay? Genau, so ist das. Wir holen das ab nachher. Alles klar. Anwalt, jetzt hast du dich richtig in die Scheiße geritten. Ich schlitz den auf, Junge. Und danach schlitz ich dich auf. Ja, ich glaube, der schläft noch, ja? Das kann nicht sein. Okay, dann wisst ihr ja, wie das jetzt läuft. Ja, richtig. Danke. Dann nehmen wir einen anderen und schicken ein Foto, Junge. Komm. Ein Foto? Machen ein schönes Foto, Junge. Oh ja, ein Foto ist super. Hört sich gut an, Theo.
Floki, such dir einen aus an der Straßenseite. Fahr einfach. Wo ist das Geld? Wo ist der Fall? Ja, wir kommen gleich. Was für ein Unfall, Mann. Schiebe. Wart ihr denn, Mann? Ich glaub, du hast dich sowas von verwählt, ey. Warte Sekunde. Was macht ihr denn? Scheiß Anwälte, Mann. Der hat mich von der Straße gerammt einfach. Nee, du kannst kein... Der kann kein Auto fahren. Jedes Auto, was er hat, fährt er sofort kaputt. Der blaue, ja? Das war klar, Junge. Ich bin dem schon im Krankenhaus. Dreimal. Ich bin grad... Oh. Sag mal. Jetzt reicht's mir aber auch mit dir, du Arschloch. Jetzt gehst du aber auch von... Ich schlag dich gleich mit deinem eigenen Produkt tot. Komm her. Hallo, hallo. Jungs. Stopp! Hört sofort auf, ich ziehe mit einer Waffe auf. Dafür haben wir keine Zeit, verdammt. So. Verdammte Blaue! Stopp, Theo. Riese, gut sein. Wir müssen uns konzentrieren, wir haben was vor, mein Freund. Theo, hüpp rein in den Sattel auf, hier, komm. Wir gehen jetzt. Wunderbar, wir fahren. Hola. Wer ist denn das? Hey, Pabliten. Ja, hier ist Pablito, hola. Was geht, Pabliten? Hey, warum höre ich zwei Leute? Ich bin auch mit dir verbunden am Telefon, gleichzeitig. Ja, ich glaube, du hörst Theo. Ich höre Theo und ich... Ich habe aufgelegt. Yeah. Lass uns Pablito killen. Wo bist du denn gerade, Pabliten? Boah, wenn es so weit... Da geht gleich den Ende ab, Mann. Schick mal Standort. Von mir aus. Danke, ciao. Der schickt mir den Standort, wo der ist. Dann lass uns den doch nehmen, oder nicht? Aber bist du sicher? Willst du Pablito? Ist das nicht ein Freund von dir? Pablito? Von dem habe ich nie Geld gekriegt, also nein. Ja, vielleicht gibt er uns ja Geld, hä? Einfach hingehen, Flocky, ohne reden. Rein, das Messer in den Bauch. Money, I got. Oh, scheiße, Country Road, take me home to the place I belong. Ja, bitte, ja, yeah, bitte, ja, ja, ja. Chick Masala, halt mal ein bisschen die Fresse jetzt. Okay, Locke, ja. Yeah. Verdammte Kacke, Junge. Darf ich jetzt reden? Ja. Okay, Country Road, nein, Spaß. Wer bin ich? Wer bist du denn, Mann? Hahaha, Bombe. Komm. Ab sofort bin ich nicht mehr Theo. Wer bist du? Cleo? Ja? Mich erkennt keiner. Das hört sich aber noch unmotiviert an. Wer bist du, Motherfucker? Cleo, die Killer! Ja, natürlich, und wer ist neben mir, Motherfucker? Hä? Floki! Richtig. Okay. Bad Boys, Bad Boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Das ist unser Hymne, ja? Hey, Brabliten, was geht ab, Motherfucker? Tu es nicht! Ich bin Cleo, der Killer! Hey Theo, willst du das echt meinen? Was für Theo? Ich bin Cleo! Das ist Cleo, Cleopatra. Kenn keinen Theo. Okay, Cleo. Flocki, stich ihm ab! Sollen wir sonst Vergleich machen, Cleo? Jetzt ist dein Leben vorbei, guck! Mein Leben ist vorbei? Los, Flocki! Ich guck nicht hin! Warte mal. Und los! Warte ganz kurz. Ich guck weg, sonst wird mir übel vom Blut. Warte ganz kurz, Cleo, und Hier ist André. Das? Ben Flocke, Mann. Flocke. Okay, Flocke, ich hab eine viel bessere Idee, Mann. Okay, schieß los, Mann. Wie wär's denn, wenn wir gemeinsam jemanden anderen kalt machen, ne? Wen? Ja, wir suchen uns Opfer aus. Okay. Oh yeah. Ich hab's euch doch gesagt, Mann. Ich bin Theo, ich bin Theo, Junge. Also, Theo? Yeah. Ich bin Theo, hast du nicht gesehen, ne? Ach, Junge. Scheiße, Mann. Ich bin's, Junge. Gut, dass du da bist, Theo. Ich wollte noch mit dir reden. Natürlich, Junge. Okay, weißt du noch letztens, als wir im Stripclub waren, Theo? Wo? Im Stripclub. Ja, natürlich. Ja, und weißt du noch, als wir euch erwischt haben, als du da in diese VIP-Lounge warst, mit Kalle? Musst du doch hier nicht erzählen, Junge, ja und? Ja, ich hab für Kalle einen perfekten Partner gefunden. Wem? Du meintest doch, er mag jetzt Leute zu lecken und so, Ja. Ich hab so eine kleine Ptana gefunden. Er ist so groß, weißt du? Und die können sich da. Er mag das auch. Er mag auch andere Männer zu lecken. Ich meinte so ihm, hey, weißt du was? Ich hab einen perfekten für dich gefunden. Dann lass ihn doch mal schön lecken, ja, warum nicht? Ja, ich hab perfekte Partner für Kalle gefunden. Was meinst du? Sollen wir die zusammenbringen? Und eventuell können wir die auch verheiraten, ja? Okay,
Ich habe ihn aber nicht gesehen, Hogan. Hast du den nicht gesehen? Nein. Verdammte Scheiße, wenn sobald du ihn siehst, pack ihn ein, verheiraten die. Okay. Herr Sinikop, komm, nimm einen mit. Ich war hinterher, Jungs. Wir nehmen einen mit. Wir packen einen ein. Hinterher, Mann. Das will ich nicht. Warte, ich schieb an. Verdammte Kacke, die sind schnell. Oh, okay. Ja, wir müssen uns hier raushalten. Was? Raushalten. Fahr mal Casino Garage. Da ist mein Auto. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, was ist hier los? Weg hier, Theo. Oh mein Gott, du musst weg. Jetzt fährst du denn weg, weg. Theo, du musst weg. Das ist nicht sein Ernst. Das hat er nicht gemacht. Ja, wo soll ich fahren? Das hat er nicht gemacht. Na, weg, Junge. Oh, nein. Hat er nicht gemacht. Nein. Das ist nicht sein Ernst. Theo, du bist krank. Ja, und was soll ich denn machen, Junge? Einfach rückwärts fahren, du darfst nicht. Er hat ihn einfach hingefahren. Du abgefuckter Wichser, Theo. Flocki fährt, fahr rüber, auf wer will fahren? Ich fahr nicht mehr. Lass dich weg, komm. Ich geh hinten rein, ich war's nicht. Komm, ich fahr, komm. Wunderbar. Knallhart, verdammt, ist das. Das war keine Absicht. Ich hab den nicht gesehen, Junge. Das war eine Panikreaktion, was soll ich denn machen? Ja klar, kann doch jeder verstehen, das war Notwehr, mein Freund. Yes, ich würde sagen. Ja klar. Oh, da war's ein Polizist, ich fahre lieber über den kleinen Zeh, sonst schießt er mich um, natürlich. Ja, macht euch noch nur lustig, ich will keinen auf dem Gewissen haben. Das war keine Absicht. Ah, aber oh, jemand umknallen willst du, Theo. Fahr zurück, dann stelle ich mich. Wer ist das denn? Nein, komm, den nehmen wir. Den nehmen wir, ich hol den. Hey! Hol den, komm, ab. Pack den ein, Junge. So, stehen bleiben. Rein ins Auto. Jo, einsteigen, Junge. Hoch. Du sollst hier nehmen. Siehst du doch, wer ich bin? Cleo. Und wir sind die Motherfucker. Cleo von Tulpe. Und wer bist du? Das ist Floki. Steig mal in die Karre, Mann. Wer bist du, hab ich gefragt. Stell doch nicht so viele Fragen, Junge. Mann. Rein jetzt ins Auto. Wer bist du, hab ich gefragt. So, ins Auto jetzt, Junge, sonst hau ich dir das Ding rüber. Flocki, ja. Der Cowboy schickt mich. Der Cowboy schickt mich. Du hast gerade nichts zu fragen. Sayonara, Blöder. Der Cowboy schickt dich? Sayonara. Ja, warte mal. Der Cowboy schickt dich? So, du hältst jetzt deine Schnauze, verstehst du? Das macht deine Hände hoch, Mann. Der Cowboy? Aber sagen. Oh, verdammt. Ja, was glaubst du, dass du dich gefallen hast, dass du die Waffenroute so leicht aufgibst? Blöder, das ist ein Waffenroute. Er hat euch hergeschickt, damit ihr den Kali-Kartell da in die Quere kommt. Und wir brauchen ah, Scheiße. Aus welchem Jahr sendest du gerade? 1935 oder so. Ah, richtig, pack mal ein, den Schiss. Blöder, ein Wichsel. Blöde Wichse! Hierher, blöde Wichse! Du kleines blöde Wichse! Ja, genau. Deine Kochonis gehören uns. Wenn du dich artig benimmst, dann bist du am Haus. Ey, Chat, was ist das für eine Gruppe? Sag mir ehrlich, was ist das für eine Truppe? Ganz neue Truppe, ne? Ganz andere Truppe. Bist du noch da, Geisel? Ja, ich bin noch da. Ich hab... Was ist mit deinem Stimmel? Sag mal, bist du in der Kathedrale drin oder was ist das? Jetzt erzähl mal deine Geschichte, Mann. Erzähl deine Geschichte, ja. Aber auf den Knien. Auf den Knien, ja. Scheiße, will mich einweiten. Scheiße, ja. Scheiße. Hör zu. Hey, jetzt halt mal kurz die Fresse, Pablito, und denkst. Erzähl mal deine Geschichte, Mann. Weil es Pablito ist. Ja. Mann, setz deine Maske ab, du Wichser. Pablito ist Pelegling. Und ich bin Cleo. Ich hab alles gehört, was gestern passiert ist. Was denn passiert? Erzähl deine Geschichte, Mann. Was laberst du von gequirlten Scheiß? Cowboy schickt dich. Ja, gib mal die Nummer vom Cowboy, ja, wenn er dich schickt. Gib mal die Nummer her, du Wichser. Yeah, der ist heute nicht erreichbar, weil ihr habt so Scheiße gebaut. Was haben wir denn gemacht? Ja, ihr habt die ganze Stadt in Aufruhr gebracht. Cowboy hat Leute hergeschickt, damit sie heimlich auf der Waffenroute die Waffenteile suchen und ihm hier in die Quere kommen. Flocki, komm. Wurde der geschickt, meinst du? Glaubst du, die Cowboy hat ihn geschickt? Die Cowboy kann doch nichts. Ja, dann senden wir dem Cowboy mal einen Gruß zurück mit ihm, hä? So ist es nämlich. Also, auf geht's. Los geht's. Mein Name ist Norbert, ja. Komm mal mit. Ja, jetzt ist es soweit, Junge. Komm mal mit, Mann. Komm mal mit. Stell dem Cowboy einen schönen Gruß, dass er sich melden bei uns, okay? Gib deinen Finger. Streck deinen Finger auf, du Wichser. Das geht nicht. Ich hab Kabelbindung. Ich kann den Finger auch gerne nochmal bei mir hinten reintun. Ja, ganz anders. Anders. Komm her, Cleo. Hau ihm eine über die Rübe. Komm, hau ihm eine über die Rübe. Ja, dann geht er weg. Los. Ja, okay. Du bleibst stehen. Muss ich das echt machen? Warum ich? Sonst bist du direkt tot, mein Freund. Warum ich? Das wird nicht gefallen. Soll ich das machen? Ehrlich, warum ich? Loki, warum ich? Was sagst du, Wichser? Was sagst also du, Wichser? Was wird die... Ja, mach du. Du bist so stark, Junge. Wenn du mich jetzt noch einmal rührst, bist du tot. Und zwar durch meine Kugel, mein Freund.
Was hast du gesagt? Was wird ihm nicht gefallen? War das eine Drohung oder was? Ja. Willst du uns drohen, ne? Ich mach's! Nein, ich bin schizophren, ja. Ich mach nach. Verdammt, ich kann. Oh, verdammt, das mach. Theo, was soll das? Du machst mich kalt. Die Nerven gingen durch mit mir. Ich wollte es jetzt machen. Wen hast du getroffen? Mist, verdammt, alle. Ermann, sag doch nicht meinen Namen, neben dem verdammte Scheiße. Verdammte Kacke, Junge. Mach lieber du. Ich schlage komisch. Er hat seine Augen überall, Mann. Verstehst du? Der kennt jeden Namen, Mann. Was für bipolar? Sag auf Wiedersehen, Cowboy. So, weg hier. Hör mal zu, oder weg. Ja, geh mal weg. Ja. Stell dem Cowboy einen schönen Gruß von uns. Oh! Nein, ihr habt das echt gemacht! Let's go, weg hier! Heilblenden! Oh nein! Oh, Scheiße, hörst du das? Der ruft aus dem Jenseits! Schnell weg! Oh, er ist bei dir, Blende. Der ruft aus dem Jenseits, komm, wir hauen ab! Aber jetzt haben wir noch den Fall für den Anwalt eigentlich, oder nicht? Soll ich den nicht anrufen? Ja, aber wartet mal, sollten wir den umbringen oder Sentenza? Wir sagen, das ist er doch. Ja, dann mache ich ein Foto von. Ja, genau. Das nutzen wir doch für die Kohle. Komm, stell dich hin, wir machen ein schönes Foto. In daneben lachen. Wir waren das. Wo ist er? Ich höre den immer noch im Jenseits, Jungs. Ey, hört ihr das? Hört ihr das? Ja, ja. Das ist die Stimme aus dem Himmel. So, Foto, warte. Ich mache nochmal ein Foto, ja? Sekunde. Warte. Und los. Der ist immer noch zu hören. Okay, erledigt. Ja, ja. Fettfingern. Und das Witzige ist, Theo, das Witzige ist, er ist hier gerade drin. Ah! Genau. Das heißt, die ganze Zeit so. Ja. So, let's go. Jetzt müssen wir weg. Wir haben ihn kalt gemacht. Überweisung. Das ist aber nicht Cliff Sentenza. Ich will aussteigen kurz. Ich habe ein Problem. Und natürlich ist sie das. Nein. Das ist die. wo liegt der? Ich Moment, Sekunde, der will kommen am Flughafen. Der will selber gucken, wir warten hier. Komm hier hin. Okay, soll er gucken, komm. Okay, können Sie mir die GPS schicken? Flughafen, Junge, Rollbahn. Ja, okay, ich komme, ich bin gleich da. Ja, hoffentlich. So, Leute, er ist verwest. Er ist einfach verwest, weil ihr zu spät seid, motherfucker. Ich hab mich wirklich. Aber ich hab doch die Fotos, das ist nicht Sentenza. Das ist nicht. Willst du mich verarschen, du Wichser? Willst du uns verarschen? Wir können dich auch mal anschlitzen, so wahrlich wie das die Tänze war, Junge. Willst du das? Machen? Die Kohle raus. Okay. Floki, Messer raus. Gucken mal, dass es nicht klingelt. Jetzt halten wir mal alle. Herr von Alge. Soll ich mal in den Polizeifunk gehen und mal fragen, ob gerade irgendwas passiert ist bei irgendeinem Polizisten? Ja, bitte frag mal. Seit wann sind denn Prinz von Samunda, glaube ich, ja? Hat doch nichts mit ihnen zu tun, Junge. Das ist, wenn man sich traut. In den 90ern hängen bleibt auf Ecstasy. Sentenza ist gerade im PD. Ja, genau. Wissen Sie warum? Der wurde abgeholt, ist im Krankenhaus aufgewacht, ist im PD. Alles gut, Justizende. Wieder im PD, ja? Machen wir noch mal. Kommt, Jungs, wir machen es nochmal. Leute, ihr braucht mich nicht zu verarschen, gell? So, komm mal kurz mit, bitte. Allein. Jetzt reicht's, der Flocki dreht gleich durch. Wir machen Schnick, Schnuck jetzt. Schnick, ist von Dior. Schnack, Schnuck. Na, was hast du? Atombombe. Stein. Kannst du bringen, was du willst, Junge. So sieht's aus. Atombombe fickt alles an. Natürlich, Junge. Da kommt er mit Brunnen, aber auch Brunnen ist kaputt, verstehst du? Feier! Denkst du, wir sind Amateure, Mann? Wir proben sowas. Das war die Generalprobe, Mann. Wir haben jemanden umgebracht, du bist gekommen. Ach, war das gar nicht die echte Tänze? Das wusste ich zum Beispiel nicht. Ich hab's ihm nicht gesagt. Das wusste ich nicht. Okay. Damit wir so realistisch wie möglich bleiben, habe ich nicht gesagt. Also ich muss Ihnen sagen, den Ort fand ich sehr gut gewählt. Ganz genau. Aber hör mal zu, du dummer Wichser. Du musst nächstes Mal ein bisschen schneller kommen, hast du verstanden? Ja, mache ich auch, versprochen. Was denkst du, ich stech hier die Leute ab und du schaukelst dir die Eier auf der Couch zu Hause, oder was? Das war nicht die Couch. Und hör mal zu, Anatol nächstes Mal, hast du verstanden? Die Bedingungen haben sich geändert, wir sind jetzt bei 1 Million Euro. Ist das klar? Aber warum? 350 hast du angezahlt, 650 kriegen wir noch. Genau. Okay, aber wirklich, aber da... 650, ich gehe den jetzt abstechen. Ja. Aber jetzt gehen wir ihn schon abstechen. Nein, du kommst und guckst dir das selber an und bringst die Kohle mit. Bevor wir die Kohle nicht gesehen haben, zeigen wir die gar niemandem. Verdammte Foto, NTF, Junge, das kauft keinen Scheiß, den Abzock, Dreck. Aber Sie haben mir noch ein NTF versprochen, Herr von Alge. Für dich habe ich ein spezielles, Junge. Okay. Das soll den Wert steigern, haben Sie gesagt. Ja, ganz ehrlich, Junge. Organe werden doch teuer gehandelt. Ja, aber ja, Produkte, die gibt es nicht mehr. Okay. Die sind aufgegangen. Schwarzmarkt.
Flock ist super Junge geklärt. Ja, Mann, eine Mio. Der Inder telefoniert, ich trau dem nicht. Ich auch nicht. Stimmt. Komm, den nehmen wir auch nochmal in die Mangel. Komm, mit, komm. Auf Snapchat, wie wär's denn damit, hm? Ach du Scheiße, Mann. Oh, verdammte Kacke. Hast du Instagram oder so? Oh, verdammte Kacke. What the fuck? Wow. Du willst auch sowas haben, hä, Theo? Ja. Theo, weißt du, was das Geilste ist? Was? Der Wagen kommt aus meiner Heimatstadt. Das war. Das verdammte Kacke, Junge, fahr! Nein. Hey, du! Geht's dir noch ganz gut? Ey, mach mal ein Dispatch. Was ist denn passiert? Wer bist du denn, Mann? Keine Ahnung. Digga, ist alles in Ordnung, Junge? Theo, du dreckiger Wichser. Was war das denn, Alter? Hey, wer ist denn da? Ich muss sie mit 300 km/h überfahren. Das war keine Absicht. Weißt du noch die Millionen von damals, die du beschuldigst? Ja. Scheiße, Digga. Medic. Fass mal einen nackten Mann in die Tasche, ich hab kein Geld. Jawohl, noch überfahren. Welche Theo überhaupt? Ich bin Cleo. Ola, Ola. Was? Ich bin Cleo. Ich kenn kein Theo. Ich verkleidet, Junge. Was ist das denn hier, Digga? Digga, was ist das für eine Karre? Oh, verdammte Kacke, Junge. Junge Dame. Junge, was liegt hier einer bei Ihnen? Ich glaube, da kann man. Jungs, weiter, mein Kammer. Der wurde mit 300 km/h. Ich glaube, wir gehen hin. Komm mal einsteigen. Das war gut. 200. Sehr gut. Ey, und merkt euch, ich bin Cleo, nicht Theo, den kenne ich nicht. Oh, scheiße, der ohne doch. Oh! Wow! Der ist auch geflogen, Junge. Oh mein Gott, warte mal, ist der vom Karl-Heinz-Kartell? Nee. Ich gucke kurz, ob das noch bleibt. Alles gut? Scheiße, Mann. Ach, du bist es ja. Das ist Floki. Ey, wie hast du das überlebt, verdammt? Ja, der hat sich nicht angeschnallt, Mann. Verdammte Kacke, Junge. Du musst dich anstellen. Ey, Regel Nummer 1, halt dich immer an, verdammt. Ja, fahr doch mal wie ein Mensch, Mann. Wir haben noch einen Plan, jetzt ab zum PD. Fahr doch mal wie ein Mensch. Nein, fahr weiter so. Geil. Bock. Vollgas. Nicht mehr runter vom Gas, Junge. Warte, bist du voll, willst du mal richtig Vollgas? Ja, richtig Vollgas, Junge. Okay, aber dann muss ich ihn ganz kurz reparieren. Ich bin ready! Klar. Oh, oh fuck. Oh fuck! Wow! Hey, yo, hey! Wow! 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 Wir fliegen! Aufpassen! Wow. Ja, die Kurve ist bescheuert. Wow. Kopfschmerzen! 400! Wow! 420! Oh my god! Okay, bleib locker, reicht. 40, 450. Bleib drauf! 450. Wow. Wow. Geil. Warte, das Geilste kommt jetzt. Jetzt kommt der Tunnel, motherfuckers. Ich bin ready. Wow. Ui. Komm schon. Ui. Verdammter Scheiße, Mann. Ja, der Tiger in dir. Wow. Fuck it. Oh. Oh Mann, nein, es ist kaputt. Warte, hab ich noch eins? Ich hab noch ein Heilungskit, Dingsbums. Ja, ich hab auch. Nee, hab ich doch nicht mehr. Scheiße. Oh, krass, Junge. Die Dinger kosten 8000, ne? Richtig teuer. So, ich ruf ihn jetzt an und sag ihm, ich bin bei 71,94, ja? Ja, sie. Was machen wir, wenn er sagt, kommt nicht? Ja, er muss ja erstmal rangehen und sag ihm. Ey, mach mal jetzt Überzeugungsarbeit, Mahatma, Mann. Du hast ein Problem. Wer glaubt, dass das klappt? Eins in Chat. Das klappt niemals. Eins in wo, was? Chat. Ja. Eins in Chat, sagt er. Eins, wo in wo? Sentenza, wir müssen über was sprechen, wegen der Police nochmal. Ja, können wir das vielleicht persönlich machen? Kannst du bitte, kannst du zu mir kommen? Ja, ich schick dir gleich die Koordinaten, aber ich habe ein Problem, ich will nicht ins PD gehen. Weil die Kollegen da, weißt du, die können mich, glaube ich, nicht so leiden. Ich schick dir, ja? Okay, bye bye. Ja, wunderbar! Ja. Oh, verdammte Kacke.
Junge, Floki, willst du nicht in Gebüsch gehen? Wir machen das gleich. Wir fahren hier gleich um die Ecke und dann lockst du den da rein in die Gasse. Nee, ich stehe alleine hier auf dem Bürgersteig alleine. Ihr seid hinter diesen Mauern hier vorne. Und wenn er kommt, kommt er raus. Stech den doch nicht auf den Bürgersteig ab, Mann. Nein, ich pack den mit ein. Hier runter, die Treppen runter. Ja, genau. Ja, okay, aber wie... Wir gehen schon mal vor, komm. Theo, komm. Ja, wunderbar. So, ich hab ihm jetzt das geschickt, ja? Du kommst an die Treppen runter, ja? Ja. Was ist das denn hier für eine Gegend, Junge? Hier warten wir. Auf. Komm her, komm. Der Ender ist am Arsch, Mann. Warum? Ja, weil er den hassen wird danach. Der lockt ihn hierher und wird abgestochen, verstehst du? Wer wird den suchen in der Stadt? Sag mir noch mal ganz genau, mich erkennt man nicht, ja? Nein, dich erkennt man nicht. Bist du nervös, Theo? Natürlich! Bleib locker, Theo. Das ist ein richtiger von... Weißt du, an was ich immer denke, wenn ich Leute mache? An was? Ich denke an Haiti. Weißt du, warum? Ich trinke eine schöne Cocktail. Ich denke an schöne Dinge, wenn ich Leute kalt mache. Weißt Denk du? Doch mal an deine Mutter, was die denken würde, Junge, so denke ich. Oh, scheiße, hinter uns Bullenwagen. Hä? Warum den Bullen jetzt? Ich bin Cleo, ich bin nicht Theo. Ich bin nur Cleo. Ich hab mir eingestuhlt. Lass trocknen, dann kannst du es ausklopfen. Oh, verdammt, die Anwalt schreibt. Tick-Tack, die Uhr läuft ab, Jungs. Da müssen wir da reingehen. Sag dir, der Anwalt, Tick-Tack, die Uhr läuft ab. SMS. Ja, was wir jetzt machen? Ich sag dir, der geht nicht mehr ins Handy. Wisst ihr, was wir machen? Sollen wir in das PD rein? Ja, wir gehen direkt rein, komm. Ja, komm, wir nehmen ihn, komm, komm. Wir gehen einfach rein, du stichst zu, komm. Komm. In den Chat. Alge.